Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Wir spielen heute Renekton auf der Top Lane. Ich weiß nur nicht, gegen wen ich spiele. Es könnte Teemo sein. Es könnte aber auch irgendjemand anderes sein. Ich denke mal, es wird Teemo, aber schauen wir einfach mal. Wir lassen uns mal ein bisschen überraschen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so läuft. Wir werden mal schauen. Noch sehe ich gar keinen auf der Karte. Na, da habe ich zu langsam attackt. Ah, der macht schon Schaden. Am Anfang ist das immer als Melee gegen Range. Ist das immer ein bisschen leidig. Okay, er hat Barrier. Das darf ich nicht vergessen, wie in dem Heimerdinger-Spiel. Okay, das ging in der Mitte ja relativ flott. Boah, diese Karte macht mir echt Augenkrebs. Okay, Teemo pusht jetzt gegen. Mal warden gehen. Kurz nach Minute 3. Okay, da kam sein Blendpfeil zuerst. Okay, da hat er rausgeflasht. Oh Gott, die Minions, die Minions, die Minions, die Minions. Wow. Das war close. Okay, Teemo hat keine Barrier mehr. Und ich habe den Vorteil, ich habe TP. Jetzt gehen wir direkt wieder auf die Lane. Einfach um die Minions schön in den Tower zu drücken. Sehr gut, ich bin farmtechnisch etwas vorne. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen warden. Er hat noch relativ viele Minions davon abbekommen. So, der Trade ging auf jeden Fall zu meinen Gunsten aus. War relativ wichtig, dass ich gewartet habe, bis sein Blind draußen war. Ah, da hat er mir auf dem Rückweg nochmal ganz schön Damage gemacht. Oh, jetzt muss ich aufpassen.
chopping block. Stop me. An enemy has been slain. Brutality. An ally has been slain. Who's next? Chopping block. No retreat. An enemy has been slain. Lazarus cannot escape me forever. Slain.
has been slain. So, da bin ich wieder. Natürlich wurde ich getötet von dem. So, ich versuche jetzt im Farm aufzuholen. Der hat natürlich jetzt einen Kill bekommen, den er nicht verdient hat. Aber das weiß er wahrscheinlich selber. Wird ihm aber egal sein, weil so Leute einfach unheimlich mad sind und schlechte Verlierer. Ich weiß auch jetzt, woher das Problem kam. Ich war im falschen Router eingeloggt. Das heißt, meine Verbindung lief die ganze Zeit über den WLAN-Router in der Wohnung über mir. Aber solange das Team trotzdem einigermaßen stabil jetzt pusht und stabil gewinnt, soll mir der kleine Zwischenfall hier egal sein. So, ich werde jetzt hier auch weiter pushen. Ah, wieder typisch von, da haben sie Overstayed. Nach dem Turm hätte man normalerweise einfach weggehen müssen. Aber gut. Das ist einfach so. Ich kann es immer nur wieder sagen. Solche Fehler gehören hier definitiv dazu. Zu diesem Spiel. Ich warte jetzt gerade noch auf noch 10 Gold. Ah, ich bin zu früh losgelaufen. So. Und gehe wieder auf die Lane. Hextrinker sollte gegen Timo auf jeden Fall relativ gut helfen. Er hat zwar die Visage, beziehungsweise die kleine Form davon, die Haunting Guys, genau, ich kann nicht auf den Namen. Nice. Er hat den Timo weggepressured. Das heißt, ich kann jetzt den Turm hier oben holen. So, ich werde die Wave komplett annehmen. Jo. Dankeschön. Er hat mich einfach mal nach Hause gebracht.
Ja, der sollte ein bisschen aufpassen. Lee war ja nun mal hier. Okay, Teemo ist da hinten. Das heißt, ich werde jetzt gucken, dass ich den Turm bekomme. Ja, so helfen kann ich... Lol. Eh nicht groß. Ja, vernehme ich lieber safe den Tower. Bis ich da gewesen wäre, wäre nämlich eh alles zu spät gewesen, denke ich. Von daher versuche ich es gar nicht erst. So. Das war relativ einfach. Hextrinker ist nicht mal gebloppt. Ich musste meinen Flash nicht benutzen. Jo, und jetzt gehen wir wieder zurück. Ich weiß nicht, warum jetzt hier einer aufgeben wollte. Ich denke, wir sind über kurz oder lang am Gewinn. So, jetzt gehen wir mit der Phage. So. Graves regt sich über den Bart auf, weil er ihn als mit der Ult stand. Tja, würde ich. Bart ist halt relativ schwer. Du kannst damit gut carryen als Supporter. Oder du kannst dein Team einfach ins Verderben stürzen. Ja, ich habe nicht so ganz verstanden, was die da machen. Ja, jetzt gucken wir mal. Okay, die wollen scheinbar alle nur noch trollen. Finde ich zwar ein bisschen doof, aber... Na komm. Chop. Easy. Ich weiß zwar nicht, was der Graves da vorhat. Okay, den hat er auch noch bekommen. Sehr gut. So, Free Baron für uns. Oh, dann gehe ich back. Wenn die meinen Farm haben wollen, sollen sie sich nehmen. Ich brauche nicht so dringend. Was der Yasuo da oben macht, verstehe ich noch nicht so ganz. Ich werde jetzt wieder in den Split-Push gehen. Mein TP ist ready. Und hat nicht mal einen mitgenommen. So, machen wir das auch mal so. So, 4 in der Mitte. Das heißt, mich können sie jetzt eh nicht wegnehmen. Okay, nice.
Tristana ist hier. Der Rest ist in der Mitte. Ich werde jetzt auch wieder in die Mitte gehen. Weil das Team scheinbar coopen will. So, da und da sind Wards. Ach, Mist, verdammter. Ach, und der Yasuo geht wieder solo da oben rein. Ach, der rafft es aber auch einfach nicht. Ich würde mit meinem Baron Buff eigentlich lieber was Sinnvolles machen. Wie zum Beispiel die Lane pushen. So, geht doch. Turm und ein Kill war okay. Ich wäre eh nicht mehr rausgekommen. Von daher, ja, nehmen wir mit, was wir kriegen können. Jetzt werde ich noch extra gegen die LeBlanc und den... Oder? Tja. Machen wir es erstmal so. Gehen wir erstmal ein bisschen tanky. Ich denke, das ist hier definitiv von Vorteil. Einfach, weil es gegen alle hilft, ne? Leben ist die effektivste Art der Verteidigung. Boah, ich muss halt aufstoßen. Ekelhaft. Und, ja. Spiel ist relativ ausgeglichen von den Stats her. Allerdings sind wir doch ein Stück ahead, würde ich sagen. Wir haben ein bisschen mehr Türme. Wir hatten jetzt mal einen Baron, der bringt relativ gut Gold. Der bringt schon 1500 Gold fürs Team. Und, ja. Ich weiß nicht, was der da als alleine macht. Gott. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht darunter gehen. Sie haben es ja überlebt, das ist sehr gut. Okay, nur Yasuo nicht. Ah, da kam ich leider nicht ganz ran. Ich dachte, ich könnte durch den Inhib durchslicen. So. Ich gehe zurück. Ich habe mein TP immer noch ready. Ich kann es momentan einfach nicht so wirklich benutzen. Aber mein Gold wird mehr. Das passt mir ganz gut. Machen wir es so.
1 für 1, meiner Meinung nach nicht so unbedingt worth. Aber könnte auch schlimmer sein. Könnte auch schlimmer sein. So, wir pushen jetzt mal hier die Midwave aus. Zack, zack, zack. LOL. Tristana ist mal richtig fett. Boah, ja gut, klar. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass sie mir so einen verdammten Schaden drückt. Gott. Ja. 2 für 2. Nicht ganz optimal, aber hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja. Ich gehe mal wieder hoch. Ich habe ja immer noch mein TP ready. So, sollen einfach zurückgehen. Okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nevermind. Hatte gehofft, Tristana kommt hier lang. Also gehen wir wieder zurück. Man, momentan ist das Spiel einfach ultra slow. Ich hätte gerne den Inhib. Aber irgendwie kriegen wir den nicht. Mein Farm wird zwar immer mehr. So, jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Drei für zwei, aber ich werde den Turm hier kriegen. Ja, kriegen tun die mich eh nicht. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Und ja, so ist Split pusht auch. Zack. Und wieder die Wave ausgepusht. Mein Farm wird immer mehr, mein Gold auch. So. Ich würde jetzt eigentlich gern endlich mal den scheiß Inhib holen. Oder einen Baron.
So, das hat funktioniert. So, ich denke, jetzt könnten wir eventuell finishen. Death-Timer sind relativ lang. Jo! Das hat doch gut funktioniert. Ja. Wir haben gewonnen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich fand es ein relativ spannendes Spiel. Es war zwischenzeitlich mal ein bisschen auf der Kippe. Gerade am Anfang auch so Kleinigkeiten wie gegen Timo und sowas. Das ist immer ein bisschen tricky. Ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, haut es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oder sogar ein Abo da. Das würde uns natürlich richtig freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal zu League of Legends. Tschaußen!